Einen wunderschönen guten Tag hier aus Hannover. Und mein heutiger Gast ist Sven Giegold, Abgeordneter im EU-Parlament und ganz aktiv bei den Grünen, vor allem finanz- und wirtschaftspolitischer Sprecher. Ist das bis dahin korrekt? Ja, alles perfekt. Wunderbar. Ist hier ein bisschen Ihre Zeit jetzt, Europa und Wirtschaft und Finanzen, oder? Naja, wenn man so will. Ich liebe Krisen nicht. Insofern finde ich nicht, dass es meine Zeit ist. Aber es stimmt schon, dass ich Tag und Nacht im Moment mich diese Frage beschäftigt, wie man aus dieser Krise herauskommt und damit auch verhindert, dass Europa praktisch das Opfer dieser Krise wird. Ich habe mich jetzt in den letzten zwei Wochen unterhalten mit Hertha Dolberg-Millin, Frank Schäffler und Sarah Wagenknecht. Also die kann man ja nicht alle... Nichts ausgelassen, ne? Also die kann man auch nicht einordnen irgendwo, aber irgendwie verbindet die scheinbar irgendwas, auch aus der Union. Sie sehen das anders und ein Großteil des Parlaments auch. Warum für ESM? Also zunächst mal ist es im Moment so, dass Europa zur Rettung der jeweiligen Staaten Kredite aufnimmt beim IWF, sich damit, sag ich mal, auch den Internationalen Währungsfonds als Verhandlungspartner mit ins Boot holt, obwohl das eigentlich ein Fonds ist, der dafür da ist, die schwächsten Staaten der Welt zu stabilisieren. Und deshalb finde ich es wichtig, dass Europa einen eigenen Währungsfonds schafft. Und das ist der ESM. Der ESM ist sehr ähnlich wie der Internationale Währungsfonds aufgebaut, in vielerlei Hinsicht. Worüber man natürlich reden muss, sind die Bedingungen. Ich bin nicht für die Bedingungen, unter denen derzeit die Rettungspakete laufen. Die sind zutiefst sozial ungerecht und ökonomisch nicht wirksam. Aber das Prinzip, dass wir einen europäischen Fonds schaffen, das finde ich richtig. Das braucht eine Gemeinschaft. Prinzipiell richtig, aber in der Operation die Lungenpatient tot? Naja, in zwei verschiedene Sachen. Im Moment gibt es ja noch gar keinen Patienten des ESM. Der ESM existiert noch nicht. Die Frage ist erstmal grundsätzlich, wollen wir als Europa, wenn wir eine gemeinsame Währung haben, Staaten, die aus welchen Gründen auch immer in tiefe Schwierigkeiten kommen, wollen wir für die einen Rettungsfonds bereitstellen, und zwar nicht nur als Notmaßnahme wie jetzt mit dem EFSF, sondern als dauerhafte Maßnahme. Und da würde ich sagen, ja, einen solchen Fonds braucht eine gemeinsame Währung. Und die andere Frage ist, unter welchen Bedingungen die einzelnen Rettungsmaßnahmen durchgeführt werden. Für die einzelnen Rettungsmaßnahmen, da in der Tat, da fehlen Vermögenssteuern, da fehlt der Schutz der Schwächsten, da fehlen auch antizyklische Investitionen, die dann eingreifen, wenn die Wirtschaft schwächelt, statt das Land immer weiter in die Krise zu sparen. Das ist alles richtig, aber das ändert nichts daran, dass die gemeinsame Währung einen solchen Fonds braucht. Und das ist nicht das Ende der Demokratie, sondern das stabilisiert die europäische Demokratie. Das ist insofern, finde ich, dass man vorsichtig sein muss, wessen Kritik man da folgt. Viele von denen sind sehr nationalstaatlich orientiert in ihrer Vorstellung, was Demokratie eigentlich heißt. Das verbindet interessanterweise Kritiker von links und rechts. Ein enger Fokus auf nationalstaatliche Demokratie. Was für eine Demokratie haben wir dann? Wer entscheidet dann in Zukunft, wie die Gelder verteilt werden oder was für Maßnahmen kommen? Entscheiden wir als Bürger das durch Volksentscheid oder so? Also ehrlich gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob sich einzelne komplexe Rettungsprogramme für Volksentscheide eignen würden. Aber was wichtig ist, ist, jedes Programm, was der ESM durchführt, muss von den nationalen Parlamenten entschieden werden. Es gibt kein Geld für irgendwen ohne eine Entscheidung des Bundestages. Und zwar zweimal. Erstmal das Prinzip, dass man Geld investiert, und zum Zweiten dann über die Details. Allerdings würde ich eins zugestehen, dass der ESM ist ja aus Gründen des Europarechts als intergouvernementale Einrichtung gegründet. Das heißt, nicht das Europaparlament kontrolliert den Fonds, sondern die ganzen nationalstaatlichen Parlamente und Regierungen. Und das führt zu einer Kakophonie, denn letztlich ist es ja nicht demokratisch, wenn ein Land eine Entscheidung für ganz Europa aufhalten kann. Das ist ja praktisch die Diktatur der Minderheit über die Mehrheit, und die Gefahr ist eben, dass die Diskussion in Deutschland, wir geben kein Geld, wenn wir die nicht richtig quälen, wenn wir die nicht richtig unter Druck setzen, dass das dann auf dem Rücken der Länder ausgetragen wird und der Schwächsten dort, die die Hilfe brauchen. Und deshalb muss letztlich nach einer Vertragsreform Europa demokratischer werden und auch dieser ESM unter das Dach der europäischen Institutionen und damit unter die Kontrolle des Europaparlaments und nicht mehr von lauter nationalen, demokratischen, mehr oder weniger demokratischen Einrichtungen im Wettbewerb darum, wer die härtesten Auflagen durchdrückt, beschlossen werden. Ihre Kollegen im Bundestag quälen sich jetzt regelmäßig mit Entscheidungen, wie viel Geld wohin gehen soll. Kommt das Geld denn da auch dahin, wo wir es hinschicken? Es kommt zum Teil dahin. Also man muss sagen, die Rettung der jeweiligen Staaten... Die Griechen, also griechische Menschen, Rentner, Familien haben wir eigentlich wirklich gerettet. Ja, das ist, glaube ich, kompliziert zu sagen. Hätten wir die Rettung nicht durchgeführt,
dann wäre Griechenland in den Konkurs gegangen. Das dortige Bankensystem wäre in den Konkurs gegangen, der dortige Staat wäre zahlungsunfähig, die dortigen Arbeitnehmer beim Staat hätten ihr Geld nicht mehr gesehen. Wir hätten sicherlich deutlich desaströsere Zustände als jetzt und stünden jetzt vor humanitären Rettungsprogrammen, die wir dort machen müssen. Das wurde mit dem Geld verhindert. Allerdings auch war, dass natürlich das auch den griechischen Staat in die Lage versetzt hat, seine Anleihen weiter zu bezahlen, und das hat natürlich auch unseren Versicherungen, unseren Banken und so weiter genützt. Aber man darf auch eins nicht vergessen, das Geld in den Banken, die deshalb nicht Konkurs gegangen sind, weil wir den Euro stabilisiert haben, ist auch das Geld von vielen kleinen Sparern bei uns. Es sind nicht nur die Reichen und Vermögenden, die davon profitiert haben, sondern letztlich alle, die irgendwie Geld zurückgelegt haben. Haben Sie Anteile bei Goldman Sachs? Nein. Ich habe Anteile an meiner ökologischen Wohnungsgenossenschaft und damit fühle ich mich sehr viel besser. Haben Sie da Griechenland-Beteiligung oder so? Nein. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es sind... Ich bin sehr konservativ mit meinem Geld, außer Das Geld bewirkt etwas für sozial-ökologischen Wandel. Aber ansonsten habe ich da keinerlei persönliche finanzielle Interessen. Wie fanden Sie diesen Schuldenerlass, den die Isländer da gemacht haben? Ja, für Island war das gut. Aber hätten wir das in Europa gemacht, dann wäre der Euro jetzt kaputt. Das ist eben der Unterschied. Wenn ich einen einzelnen Staat habe, der nicht Teil einer Währungsunion ist und für sich sagt, wollen wir auch nicht werden, dann ist das einfach durchzuführen und im Interesse der großen Mehrheit in Island. Wenn Griechenland das gemacht hätte, wäre als nächstes Portugal pleite gewesen, danach Spanien, danach Italien und dann wäre der Euro kaputt gewesen. Und genau diese Entscheidung wollen die meisten Griechen und Portugiesen und Iren und so weiter nicht treffen. Die wollen in der Währung bleiben, weil die auch wissen, dass eine große gemeinsame Währung letztlich besser ist als das, was sie vorher hatten, nämlich regelmäßige Abwertungen, für die regelmäßig die kleinen Leute in diesen Ländern bezahlt haben. Ich frag mal naiv, was wäre denn so schlimm, wenn es den Euro nicht mehr gäbe? Ich kenne den gar nicht, das ist ja gar nicht so alt, 10, 15 Jahre, man kann sich da auch trennen wie von einer schlechten Beziehung. Ist das so wichtig für uns Europäer? Also zunächst mal... Wenn man einfach sagt, da haben wir einfach einen Unsinn getrieben und das war ein Quatsch eigentlich, was wir da... Also selbst in Beziehungssachen würde ich es anders sehen. Ja. Zunächst mal sollte man in Gemeinschaft, in jeder Form erstmal investieren. Das heißt, versuchen, Gemeinschaft, in der es Krise gibt, nicht sofort zu schreien, da steht aber im EU-Vertrag keinerlei Rettung und deshalb legen wir das so weit aus, wie es irgend geht, um bloß keinen Euro teilen zu müssen. Hinter einem Teil der Leute, die jetzt gegen die Rettungsmaßnahmen sind, steckt in Wirklichkeit ein guter Schuss Egoismus nach dem Motto, wir haben gut verdient mit dem Euro als Deutsche, wir haben ja wirklich große Erfolge auch wirtschaftlich gehabt, aber jetzt, wo es darum geht, denjenigen, an die wir jahrelang verkauft haben, zu helfen, durch dieses Tal zu kommen, da plötzlich wird ein ganz enormes Interesse an Demokratie und so weiter laufen. Man muss da sehr vorsichtig sein, wenn man argumentiert. Grundsätzlich finde ich, in eine Beziehung sollte man erstmal investieren. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann irgendwann gibt es natürlich die Option der Trennung. Auch der Euro steht nicht in der Bibel, das heißt, natürlich kann man den auch wieder aufheben. Nur sollte man sich sehr genau überlegen, was das bedeutet. Denn bisher ist auf jede Krise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg mit mehr europäischer Integration zum Wohle letztlich der großen Mehrheit geantwortet worden. Wenn der Euro scheitert, bedeutet das ja nichts anderes, als dass die Vermögen, die aufgebaut wurden untereinander und Schuldbeziehungen, dass die weitgehend nicht mehr erfüllt werden können. Denn die Länder, die abwerten, werden nicht mehr in der Lage sein, ihre Schulden zu bezahlen. Und das natürlich ein höchst unfriedlicher Zustand. Und für die deutsche Wirtschaft umgekehrt bedeutet es natürlich auch eine Aufwertung. Für die schwächeren Länder bedeutet es wieder die Geschichte regelmäßiger Abwertungen mit der Verarmung all derjenigen, die in der Währung gespart haben. Das heißt also letztlich, und das ist der Grund, warum man nirgendwo in der Europa eine Mehrheit findet, die sagt, lassen wir das mit dem Euro wieder. Und meine große Befürchtung ist eigentlich eine andere, dass das nämlich eben keine ökonomische Entscheidung ist, sondern es ist letztlich die Frage, stehen wir zu der Idee, bei allen Krisen der immer tieferen Integration, und das ist notwendig, wenn wir Ökologie, soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte auf der internationalen Ebene stark machen wollen, dann brauchen wir ein geeintes Europa und nicht ein geschwächtes. Und das ist der Grund, das ist der eigentliche ideelle Grund, warum ich an dem Euro hänge. Ich hänge nicht wirklich an die Währung per se, das bedeutet mir nicht viel. Aber ob Europa auf Weltebene noch stark ist, für Klimaschutz und Menschenrechte zu kämpfen, das interessiert mich wirklich. Spannendes Thema. Sie kommen von den Grünen. Man sagt, die haben die Basisdemokratie erfunden. Na gut, also Demokratieformen dieser Art sind viele hundert Jahre alt und da gibt es eine Riesengeschichte davon. Das können wir Grünen dann doch nicht von uns beanspruchen. Ne? Lohnt es sich vielleicht in ein demokratischeres Europa zu investieren? Also
da sind ja ganz rührige Organisationen wie Mehr Demokratie, die da schon lange Arbeit leisten. Ist sowas nicht tragender als eine Währung? Doch, ich bin völlig einverstanden. Nur glaube ich, dass man mehr Demokratie in Europa nicht bauen kann, da bin ich übrigens Mitglied, nicht bauen kann auf den Trümmern einer gescheiterten Währung. Sondern natürlich hätte man die Währung von vornherein mit starker, demokratischer Wirtschafts- und Solidarpolitik auf Europa, in Europa starten müssen. Dass wir das nicht gemacht haben, kommt uns jetzt sehr teuer. Die Entscheidung zu treffen, diesen Fehler mit einem noch schlimmeren Fehler zu beantworten, nämlich zu sagen, wir schlagen das Ganze in Stücken, das finde ich sehr fragwürdig. Was aber stimmt ist, zu diesen tieferen Reformen, die wir jetzt brauchen, mehr an gemeinsamer Wirtschafts- und Sozialpolitik, dazu gehört zwingend auch mehr Demokratie. Denn wenn wir jetzt einfach die Entscheidungen wirtschaftlicher Art praktisch hinter den verschlossenen Türen des Rates der Mitgliedsländer treffen, so wie das in Notmaßnahmen jetzt gelaufen ist, das wickelt natürlich das Parlament ab. Frau Merkel kommt aus Brüssel wieder, sagt, das habe ich entschieden, und hinterher ist das Parlament unter enormem Druck, das abzuwickeln und abzunicken. Und dem können natürlich die Bürgerinnen und Bürger sich nicht damit identifizieren. Das kann ich gut verstehen. Wird das in Zukunft anders? Genau. Wir haben ja, denke ich, noch die nächsten Jahre immer noch Krisen. Ich will gar nicht hören, wie Sie sich wünschen würden, sondern wie soll es gemacht werden? Ja, also meiner Meinung nach gibt es zwei Phasen. Erstens gibt die Krisenpolitik. In der Krisenpolitik muss man versuchen, dafür zu sorgen, dass die Lasten dieser Krise gerecht verteilt werden und dass wir möglichst zügig aus der Krise rauskommen. Deshalb muss dieses Stückwerk aufhören. Wir brauchen einen längerfristigen Plan, der im Grunde so aussieht, dass wir bereit sind, solidarisch zu sein mit den Ländern im Süden. Dafür müssen aber gerechte Reformen dort eingeführt werden. Die Lasten müssen durch Vermögensabgaben, durch Bekämpfung von Steuerflucht fair verteilt werden und die Schwächsten müssen von den Lasten dieser Krise ausgenommen werden. So, das ist, und auch bei uns werden die Vermögenden einen Preis bezahlen müssen für die Stabilisierungspolitik, die ja vor allem auch ihnen nützt. Ja, also wenn man das Geld erhält, nützt es zuvorderst ja Vermögenden. Aber unter diesen Bedingungen muss es ein tieferes Maß dann an Integration geben. Das ist die andere Seite der Medaille. Also es reicht nicht aus zu sagen, wir sind solidarisch, sondern gleichzeitig muss man sagen, wir bauen dafür mehr Entscheidungs- und Kontrollkompetenzen auf europäischer Ebene. Auf der gleichen Ebene wie die Währung muss die Demokratie angesiedelt sein. So, nur was da eben nicht geht. Und da ist eben, dass diese Entscheidungen in Hinterzimmern getroffen werden, sondern wir brauchen einen europäischen Konvent. Das ist die Methode, mit der die europäischen Verträge in einer großen öffentlichen Debatte umgeschrieben werden. Das ist notwendig und im Zuge dieses Konventprozesses müssten einige zentrale Dinge passieren. Die Kommission müsste zu einer echten Regierung in Europa werden, die direkt sich vom Volk legitimiert. Also nicht mehr in den Mitgliedsländern, sondern durch offene Wahl zum Europaparlament, und die Parteien, die diese Wahl gewinnen, stellen dann den Kommissionspräsidenten. Und nicht mehr jedes Land schickt dort einen Abgesandten, der letztlich doch mehr seinem Heimatland verpflichtet ist als dem Gemeinwohl in Europa. Auf die Weise würde die Regierung wirklich demokratischer kontrolliert. Die Mitgliedsländer müssten in eine zweite Kammer, genau wie der Bundesrat bei uns, und hätten dort im Lichte der Öffentlichkeit zu tagen und nicht mehr hinter verschlossenen Türen wie heute. Und dann wäre ich sehr dafür, dass man auch direkte Demokratie auf europäischer Ebene stärkt, dass nicht nur, wie wir das jetzt haben, als erster Schritt für 1 Million Menschen über eine Bürgerinitiative ein europäisches Gesetz verlangen können, sondern dass dann darüber auch abgestimmt werden kann. Und diese Volksentscheide könnte man im Rahmen einer echten Europäisierung der Demokratie verankern. Ich bin mir sicher, dann würden sich die Bürgerinnen und Bürger auch mehr mit diesem geeinten Europa identifizieren. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe, Herr Giegold, und bitte um drei schnelle Assoziationen. Joschka Fischer. Hui. Erste Assoziation, ihm das erste Mal begegnet, im Fernsehen sozusagen, wo er zur Attac gesagt hat, das sei doch nur abgestandener alter Linksradikalismus. Ja, jetzt ist jeder für den abgestandenen Linksradikalismus und die Finanztransaktionssteuer. Ja, das ist meine erste Assoziation. Claudia Roth. die Umarmung. Witzig, ich hatte mal einen anderen gefragt, der hat gesagt, die Empörung. Das ist... Nein, wenn man Claudia begegnet, wird man immer umarmt, und das ist für mich ganz typisch für Claudia. Piratenpartei. Oh. Ja, schwer. Ich weiß ja auch nicht, was Sie wollen. Ich danke Ihnen, Herr Giegold, für dieses nette Gespräch. Wir waren hier im Café Mezzo. Sehr interessantes Projekt. Könnt ihr euch aber selber informieren. Dankeschön. Ein besetztes Café sozusagen. Beim nächsten Mal erkläre ich das noch besser. Und grüße euch alle, meine lieben Abonnenten, und der Gast der nächsten Folge, Lothar Schulze von Windwärts. Bis zum nächsten Mal.